kann jetzt auch machen, oder? Moment. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta. An der Stelle, Leute, mal ganz kurz, weil ich es immer vergesse, ihr könnt auch gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen, falls ihr nicht gemacht habt natürlich. Und ein Like, einen Kommentar, ist auch mal super, macht den Papa glücklich. Und checkt gerne meinen Partner aus, Just Legends, der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Was geht ab, der CEO ist hier. Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Hungriger Hugo. Er war beim Stern TV und was hast du erreicht? Ich bin sehr gespannt. Ja, Monte bei Stern TV, gell, das war ein Ding. War jetzt kein sehr spannender Beitrag, finde ich. Also ich habe zwar geguckt natürlich, aber ich war so, ja, irgendwie... war nichts dabei, was man nicht eh schon kannte oder so, oder? Ja, keine Ahnung. Wir schauen mal rein. Wenn er spielt, schauen tausende Menschen zu. Montana Black ist der erfolgreichste Livestreamer Deutschlands. Doch das allein reicht nicht. Ja, stimmt, Trunks hat ja eingeholt, gell, von den Abonnenten her. Aber ich finde trotzdem, dass man immer noch sagt, Mont ist der erfolgreichste, weil einfach viel länger streamt schon mit so hohen Zuschauerzahlen und die Follower sind ja auch noch am höchsten, irgendwie 3 Millionen oder so auf Twitch. Aber ja, mal gucken. Könnte aber abgelöst werden. Als wir Marcel zum ersten Mal begegnen, fällt es schwer, es zu glauben. Er ist nicht gerade. Er hat Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte. Mit 42 Jahren. Oh nein. Ich finde... ja. Genau. Oh nein. Weswegen ich mir, also dass die Antwort ist mir auch, also nicht so. Oh nein! Doch Marcel Eres gibt nicht auf. Seine Internetkarriere ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn Zusammenarbeit beruht auf zwei, Hä? Der wirkt echt ein bisschen so, es wäre ein bisschen nebendran oder so. Eine Zusammenarbeit bedeutet ja auch, dass zwei Leute zusammen arbeiten. Die Corona-Krise hat ihm finanziell nicht geschadet. Mit Beschwerden über die Corona-Maßnahmen hält er sich zurück. Die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wenn ich ins Restaurant gehe, zu billig, warum muss der dicht machen? Einfach, Digga, ist alles nervig einfach. Memo sein Laden. Ist einfach ein Witz, Digga. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Nice, danke. Perfekt, Digga. Und hier ist sein Gaming-Raum. Total verdreckt. Überall stinkt es. Also ich finde, wenn man über die Coronas... bin ich selber schon so... Ich bin, by the way, heute voll durch. Also an den Zukunfts-Thomas, der das Video sieht, nicht ärgern, dass ich in der Reaktion so komisch drauf bin, weil ich bin total fertig heute schon. Egal. Ich muss dazu sagen, wenn man an den Corona-Richtlinien meckert, dann muss man aber auch im Zuge dessen einen besseren Vorschlag bringen. Weil meckern und hindeuten und sagen, was scheiße ist, kann jeder. Aber einen Vorschlag machen, was die bessere Idee wäre... Das muss man dranhängen. So. Und ich glaube, es gibt keinen perfekten Weg. So, es gibt immer einen, aber dann, aber dies, aber das, die Wirtschaft, Gesundheit, Menschenrechte, ist immer so, immer wird immer eingeschränkt oder irgendwo muss einer leiden und findet das nicht so geil. Ja, es ist halt eine schwierige Zeit und da kann nicht jeder das bekommen, was er möchte. 4 Bildschirme, 4 Points gleichzeitig. An alle, die ihm nacheifern wollen, hat er eine Botschaft. Gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Zahnpasta. Ganz großen Durchbruch schafft Montana Black mit dem Spiel Fortnite. Fortnite, Hurensohn, piss dich! Ein Spiel, das Menschen weltweit vor die Spielekonsolen lockt. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, meine Mutter. Durch das große Interesse an dem Spiel werden seine Streams millionenfach angeschaut. Seine Internetkarriere gibt Marcel 2020 plötzlich auf. Stattdessen schließt er seine Ausbildung in einem Baumarkt erfolgreich ab und bekommt als Belohnung dieses Zimmer auf dem Dachboden. Er verkauft sein Zuhause und... Warum bist du denn so fertig, CEO? Ich habe letzten Tage recht viel gearbeitet und irgendwie, ich merke dann immer plötzlich so ein Druck, als wäre irgendwie so ein Gewicht in meinem Kopf innen drin auf dem Gehirn oben drauf. So fühlt sich das ungefähr an, kann man sich das vorstellen. Irgendwie so ähnlich wie Kopfweh, aber es fühlt sich eher an, als wäre so ein Druck. Es wäre einfach so, als müsste man hier so ein Loch reinbohren, dass ein bisschen Luft raus kann, so, weil einfach so ein Druck auf dem Schädel ist. Und immer wenn ich das habe, ist es so ein Vorbote von einem Burnout, sag ich jetzt mal. Also ich muss an der Stelle dann immer eine Pause machen. Also heute werde ich auf alle Fälle nach dem Stream mich hinlegen, schlafen und dann morgen mal ganz ruhig angehen lassen. Weil wenn ich den Punkt jetzt übertreiben würde oder so, dann würde ich irgendwann wochenlang Pause brauchen, weil ich einfach, ja, fix und fertig bin, so, ja. Sein 570 PS Auto und lebt glücklich in dem neuen Zimmer auf dem Dachboden. Ja, da gab es dann noch solche Seiten wie
ICQ. Bei ICQ hat er mir ein Bild geschickt von seinem Dödel und hat geschrieben, seine Oma und Opa sind weg, er hat Sturm. Ich finde es so krass, dass eigentlich Monte macht genau das, was ich an Menschen scheiße finde. So ein Dickpick schicken. Alter, geht gar nicht klar. Das ist das Letzte, was man machen sollte. Macht sowas nicht, Leute, bitte nicht. Aber wie hat der Typ so eine Narrenfreiheit im Internet so? Also das ist eigentlich schon, ich finde, wenn man kann gern Fan von Monte sein und sagen, ich finde den Typ einfach geil, unterhaltsam, ich gucke das voll gerne und so weiter. Aber man muss immer, ich hoffe, dass man trotzdem im Hinterkopf behält, sei nicht so wie Monte. So, verschick keine Dickpics, nimm keine Drogen, benutze nicht das N-Wort, sag nicht, dass du keine Vorbildsfunktion hast oder kein Vorbild bist. Ich bin kein Vorbild, scheiß drauf. So, das ist alles so Sachen. Und generell, es gibt tausend, man könnte ganz viel aufzählen und Dingen, wo man sagt, so, das wäre irgendwie nicht so geil. Also gerne lachen, lustig finden und so weiter, aber Vorsicht mit als Vorbild nehmen. Also ich hoffe, dass er da nicht so viele Kiddies beeinflusst, dass die dann so nachäffen und alles rumbeleidigen und meinen, dann ist man cool, wenn man viele Schimpfwörter sagt oder so. Dankeschön an Echium. Nee, Spahn, an Katja, ein Abo verschenkt. Dankeschön, sehr lieb. Komm frei, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Welches N-Wort? Niagara-Fälle. Ich dachte, die landen. Vor allem zwei Scheiben geschnitten. Monte hat mir vorher eine übelst lange Geschichte erzählt, dass er mal glücksspielsüchtig war und so weiter und so fort. Dann rennt er rein in diese Bowlinghalle. Hallo? Und links gab es so einen Glücksspielautomaten. Und er so, ja, ich bin jetzt erstmal kurz weg. Servus Leute, heute auf jeden Fall wieder Florian mit dabei. Jolli auch wieder am Start. Ja, Leute. Heute decken wir wieder mal einen Pädophilen auf. Auf entspannt. Heute ist ein guter Tag, dass sie macht, was sie sagt. Oma und Opa. Finde ich so lustig, finde ich eher ein bisschen belastend. Also es ist geil zusammengeschnitten, aber irgendwie so, Gänsehaut-Feeling. Wir sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen und die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern-TV. Papa, dass du jetzt hier wieder reinkommst und reinschreibst, nie gucken die. Also, wann warst du das letzte Mal Mittwochabend bei Oma und Opa um 23 Uhr? Hä? Weg, weg, Bandi, weg. Auch da, Papa, der Rückwärtsgang und Abfahrt. Tschüss. Schweinmix hier. Darf man das auf Twitch zeigen? Was? Einen steifen Hundepenis? Digga, lass mich spritten! Warum wollte er einen steifen? Jetzt wird's Zeit, den Stream auszumachen. Okay, wir gucken weiter. Geiler Song. Ich muss gleich bei 9 Sekunden stoppen. Doch, mein Vater! Stopp, bei 1,52. Du trinkst nur normalerweise bloß Wasser, Energy und Coffee. Ja, schon, aber ich habe mir zu meinem Geburtstag mal was gegönnt. Der ist zwar nächste Woche, aber... Das ist eine coole Einstellung, oder nicht? Ich gönne mir mal was. Auch mal erst nach Monaten Geburtstag, aber scheiß drauf. Das ist der beste Abnehmtipp, den es überhaupt gibt, okay? Vor jeder Mahlzeit ein Stück Obst, Gurke, Paprika, Karotte und ein Stück Gemüse. Also... Und ich sagen muss, wenn man ganz schnell was aufzählt oder so, da verkackt man es auch voll schnell immer so. Das ist eine Frucht, das ist kein Obst. Das ist, keine Ahnung, eine Wurzel und kein Gemüse. Und ach, was weiß ich. Das ist keine Nuss, das ist eigentlich eine... Ach, egal. Ach, Max, nicht schon wieder, oder? Hast du schon wieder ein Loch unter deiner Achsel im T-Shirt? Nö. Doch. Doch, hast du. Das haben mir gerade drei Leute unabhängig reindonatet. Max, warum? Ja, hab ich nicht. Aber das ist ja auch ein bisschen. Moment, ich mach mal kurz den Chat weg. Es geht schon los. Es geht schon los. Ne? Hier, da löst sich schon irgendwas. Oder? Das ist ja nicht gewollt. Da löst sich schon irgendwas. Guck die andere Seite nach. Und wie, Alter? Oh nee, das ja auch. Nee, das gehört scheinbar so. Bestätige. Jetzt spendet doch ein Trimax mal ein bisschen Geld.
da kann ich mein T-Shirt leisten. Marcel, ich wollte einfach nur mal fragen, ob du Lust hast, Gartic Phone zu spielen. Das hört sich echt nach einem guten Plan an, mit Trimax das zu spielen, aber ich habe auf dich keinen Bock, also bin ich raus. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn. Mit Quellen belegen, die ich euch... Ich mag Revi auch nicht. Natürlich. Nicht spannend. Natürlich wieder transparent und übersichtlich verlinkt haben. Es gab immer wieder Gewalt gegen JournalistInnen. Was sagt die Wissenschaft? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ey, hast du mich runtergekickt, du kleine Fott? Moin. Monte gefällig? Halt's Maul. Ich liebe Monte. Der Kleine, mal wieder ganz groß. Mit Monte. Digga, yay, rein da. Bam, bam, zack, zack. Meine Freunde, die Liste. Boah, die Werbung kenne ich noch. Boah, wie alt ist denn die? Locker 15 Jahre alt. Die neuen Liste machen. Oder waren alle schon dran, ne? Nee, nur noch, ja. Die ist im Bett. Ja. Ey, ich find's immer noch witzig, wie Leute nicht wissen, dass Kool Savas ist der Halbtürke? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich find das so witzig, wie manche Leute das einfach immer noch nicht wissen. Gibt's Tubo noch eigentlich? Macht der noch? Der macht immer noch sein Ding, oder? Überwachungssystem ausschalten. Es geht um einen beispiellosen Dieb. Hä, wann hat denn der Monte solche Bewegungen gemacht und so rumgestanden im Dunkeln? Haben unbekannte Täter Anfang November etwa 6,5 Millionen Euro Bargeld erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Einbruch professionell geplant und durchgeführt. Dieser Typ, der seine eigene Bowlingkugel mitbringt. Das kann ich jetzt auch machen, oder? Moment. Hallo? Wo ist denn los? Wer seid denn ihr? Hallo? Ich kenn dich doch. Ich hab dich doch schon mal im Radio gesehen. Okay. Das war jetzt dieses andere Cringe. Das ist mir einer sagen, ne? Hm? Ich würde Hose ausziehen. Das kam jetzt falsch. Kieskauer mit dem Zweier, mein Geburtstagsgeschenk. Kauf dir was Schönes. 1 Euro, danke dir. Kuss, Kuss. Und zwar suche ich ein Land, ein ganz bekanntes Land. Ganz bekannt. Brasilien. I mean, where Brasilien. Should I really even start? Arschbauer kriegt jeder. Was lag da? I mean, where the fuck should I really even start? Arschbauer kriegt jeder. Ist das schon gefährlich? So, obwohl Figur glaube ich noch nicht so. Aber macht das niemals, dass er irgendwas hinlegt, irgendwas Spitzes oder irgendwas Dünnes oder so. Das kann ganz böse enden, Leute. Macht das niemals bei irgendeinem Kollegen aus Spaß oder irgendwas. Und Leute, ihr kennt doch diese Videos, wo Leute beim Geburtstag die Kuchen auspusten wollen und anderes die Gesicht in die Torte reindrücken. Da hat mir Carina erzählt, dass es bei manchen Kuchen gibt so kleine Plastikhalterungen, dass der Kuchen nicht zusammenfällt, im Kuchen drinnen, so, ne? Und das kann auch der böse Enden, hat sie in so einem TikTok gesehen, da ist es dann so im Auge drin gewesen, innen drinnen, so. Also, ja, macht sowas nicht. Celebrities that you didn't know had disabilities. An die letzte Reihe. Im Unterricht wird nicht gegessen. Ich glaube, es spinnt. Packt das Essen jetzt weg. Raus mit euch. Es reicht mir jetzt. Ziemlich nice. Oh, das ist. Was ist besser als die Frage? Digga! Optisch gesehen. Was sagst du? Shiny oder du. 20? Ah, das Geräusch ist so geil! Besser als die Frage. Digga! Optisch gesehen. Was sagst du? Shiny oder du. 20? Ach, Digga, was ist das denn? Hat man nicht irgendwie noch einen zweiten Daumen?
finde den immer wieder geil. Hab man nicht noch einen zweiten Daumen? Oho! Was guckst du so? Ey, Bitch! Ich hab keinen Plan, wie meine Kinder. Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Ha, ja, ja, ja. Ich grüße die katholische. Das ist doch das Game. Ich habe nie Minecraft, nicht einmal Minecraft selber gespielt. Und heute gibt es eine Runde Minecraft. Aber war der Minecraft gespielt? Das ist 1000 Jahre her bestimmt. Oh, Remi! Merkel macht Shisha bei auf. In Caps Lock, stark, Sumatra! Merkel beobachtet skeptisch, dass Shishas wieder offen sind. Pass auf, jetzt habe ich es übelst verkackt. Aber Henk jetzt auch verkackt. Unge in der Skischaber. So sieht er doch aus, oder? So sieht er aus, oder? Ich hätte erst das Kamel malen müssen, nicht Idiot. So sieht er aus, oder? Behindertenausweis beantragen, Antifaltencreme, habe ich Down-Syndrom, Down-Syndrom erkennen, Viagra, König werden. Das war bei ihm aber nicht wirklich da, oder? Das hat er rein editiert, oder? Ich hätte erst das Kamel malen müssen, nicht Idiot. Ballert, Alter. Ja, was ist denn heute los? Alter. Hungriger Hugo, du bist mal wieder ein König.